Willkommen zu meiner täglichen Andacht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam über Gottes Worte nachdenken und beten. Meine Andacht vom 8. Januar. Was tun in schweren Zeiten? Der Bibelvers für heute steht in Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. In diesem Leben werden uns alle möglichen Probleme, Schwierigkeiten und Enttäuschungen begegnen. Das ist einfach so. Doch wie sollen wir damit umgehen? Wir müssen unerschütterlich bleiben und durchhalten. Mit anderen Worten, gib niemals auf. Ganz gleich, was im Leben geschieht. Gewonnen hat, wer niemals aufgibt. Denk immer daran, dass der Heilige Geist wahrscheinlich gerade, während der Kampf in deinem Leben am heftigsten tobt, am stärksten in dir wirkt. Ihn beeindrucken deine Umstände nicht. Und wenn du ihm wirklich vertraust, dann solltest auch du dich nicht von ihnen beeindrucken lassen. Der Heilige Geist wirkt nicht nur in guten Zeiten in unserem Leben, sondern auch in schlechten. Wenn wir dranbleiben und ihm folgen, wird er uns durch alles hindurchführen. Wir sollten treu beten, fest entschlossen sein, unerschütterlich glauben und auf Gottes Wort und seine Verheißungen gegründet sein. Oft lassen wir uns ablenken, weil wir das Gefühl haben, dass alles zu langsam vorangeht. Der Teufel liebt es, uns das immer wieder unter die Nase zu reiben. Aber vergiss nicht, dass das vielleicht der Moment ist, in dem Gott am mächtigsten wirkt. Es geht nicht immer nur um uns. Was Gott in uns bewirkt, ist die Vorbereitung für das, was er durch uns tun möchte. Ich weiß, dass das Leben manchmal hart sein kann. Aber ich weiß auch, dass Gott uns hilft, wenn wir treu bleiben. Galater 6, Vers 9 kann uns hier eine Hilfe sein. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Ich frage also noch einmal, was sollen wir tun? Meine Antwort darauf lautet, gebt niemals auf. Was ist deine Antwort? Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Gott, ich weiß, dass du auch in schweren Zeiten in meinem Leben wirkst. Ich entscheide mich heute, dir weiterhin zu gehorchen und niemals aufzugeben. Amen. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, dass Gott immer bei dir ist und dich durch den Tag leitet. Wenn du gerne mehr Tipps für deinen Alltag mit Gott bekommen möchtest, dann bestell dir doch kostenlos mein Magazin unter joyce-meyer.de/magazin. Hab einen gesegneten Tag.